Hi Leute, ein Display hinter mir ist weg. Das bedeutet, ich mache heute ein I Love Blushes Video, weil ich mag zwar Lippenstifte lieber als Blushes, aber auf meiner Schwärmliste sind Blushes auf jeden Fall auf Platz 2. Wobei ich jetzt bei Rouge nicht die größte Obsession habe. Wie gesagt, bei Lippenstiften ist es viel schlimmer. Da kann ich mich echt nicht beherrschen. Egal wie viele ich habe, ich muss dann den neuesten, tollsten dann auch nochmal haben. Egal, ob ich so eine ähnliche Farbe nochmal habe. Also, wie zum Beispiel jetzt bei den Burberry Lippenstiften. Das ist ganz schlimm. Also, wenn es um Lippenstifte geht, dann werde ich zum Gollum. Nein, wir dürfen nicht noch mehr Lippenstifte kaufen. Wir haben doch schon so viele. Aber es ist mein Schatz. Aber heute geht es, wie gesagt, um Blushes. Und Frage Nummer 1 wäre dann, genauso wie bei dem Lippenstift-Video, wie viele Blushes hast du? Ich habe 17 Stück. Ich habe aber wieder aussortiert ein paar. Und jetzt sind es nur noch 17. Und ja, die anderen werde ich wahrscheinlich verschenken. Und ja, Frage Nummer 2 wäre demnach, welches ist dein allererstes Rouge gewesen? Das ist eins von Jade gewesen. Das habe ich jetzt nicht mehr hier. Das war so ein, ich glaube, so ein Aprikot, so ein rötlicher Aprikotton. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das genau aussah. So, dann zeige ich euch jetzt mein liebstes pinkes Rouge. Davon habe ich auch am meisten. Ich zeige euch zuerst, welche Blushes ich da in der Farbkategorie habe. Zum einen von Catrice aus der Expect the Unexpected Limited Edition. Die Farbe Tickled Pink. Und das ist, soll ja sehr ähnlich auf der Haut sein. Also ich habe es auf Fotos gesehen, auf Blogs. Sehr ähnlich sein zu dem, wie heißt es, der MAC Venomous Villains LE. Diese Disney LE. Bite of an Apple, dieses rötliche, korallige Rouge. Das sieht jetzt total pink aus, aber wenn man es aufträgt, wird es rötlicher. Und das von MAC, wenn man es aufträgt, wird es ein bisschen pinker. Und es geht halt in die gleiche Richtung und deswegen trage ich den gerne auf mit einem roten Puder Rouge, damit es eigentlich ganz genauso aussieht wie das Bite of an Apple von MAC. Ja, das mag ich sehr gerne, ist aber nicht mein Lieblingsrouge. Dann habe ich noch von Milani das Mai Tai, das liebe ich auch total. Das ist schon so ein Aprikot-Pink, ein bisschen korallig, aber sieht auf meiner Haut pink aus, trage ich heute auch auf den Wangen. Dann habe ich natürlich von Sleek das Rose Gold, wirkt auf meinen Wangen auch eher pink, deswegen zähle ich es jetzt zu dieser Kategorie. Dann habe ich von Bobbi Brown Powder Pink, das Creme Rouge, und vom Bobbi Brown Calypso Coral, das auch wie so ein grelles Pink auf meiner Haut ausschaut. Und dann noch von Nivea, dieses Blush bei Chantal Thomas oder Chantal Thomas. Dieses Pinke. Hat es überhaupt eine Farbbezeichnung? Nö, Stay Real Blush. Und ja, mein Lieblings-pinkes Rouge ist, da muss ich mogeln, da muss ich zwei nennen, weil ich mich da nicht entscheiden kann, weil pinke Blushes trage ich am liebsten und da gewinnen bei mir Bobbi Brown Calypso Coral, das Creme Rouge, und Sleek Rose Gold. Dieser Korall-Pink-Ton mit goldenem Schimmer. Das sind meine Favoriten. So, liebstes orangenes Rouge, Aprikot-Rouge, Pfirsich-Rouge, Terracotta-Rouge-Gedöns ist... Also erstmal zeige ich euch meine orangenen Blushes. Von L'Oreal habe ich einen. Das ist die Farbe Aprikot. Das ist so ein Aprikot-Ton mit silbrigem Schimmer, wie es der Name schon verrät. Dann habe ich Cabo Coral von Bobbi Brown. Das Creme Rouge. Und von Smashbox habe ich auch einen aus dem Ausland mir geholt. Das ist aber viel zu hell für meine Haut. So schaut es aus. Voll die schöne Verpackung. Und ja, das ist so ein pfirsichfarbenes Rouge. Es ist auf der Haut heller als in der Verpackung leider. Deswegen kann ich es eigentlich nicht tragen. Aber wenn ich jetzt im Winter wieder ein bisschen heller werde, dann werde ich es wieder ausprobieren, weil ich möchte es nicht vergeben oder verkaufen. Nein, ich will es behalten. Ich finde es so schön. Ja, ich gebe da nicht auf. Und mein Lieblings-orangenes Rouge ist von MAC, das My Paradise aus der, Surf Baby LE. Und das mit diesem goldenen Glitzer leider, aber das Orange ist total toll. Ist wahrscheinlich so ähnlich wie das Pantau Blush von Sleek, aber das brauche ich mir jetzt nicht mehr kaufen, weil ich ja jetzt das hier habe. Und das ist mein Lieblings-orangenes Rouge, was ich zurzeit sehr gerne trage. Bei den Pinken habe ich diesen hier vergessen. Das ist ein Blush-Tint, so ein Flüssig-Rouge. Das ist auch so rötlich-pink und ja, habe ich auch aus dem Ausland von Shu Uemura, von dieser japanischen Marke aus der Weihnachts-Limited Edition in dieser Tube. Dann habe ich auch noch rotes Rouge und zum einen wäre das auch wieder ein
Pot Rouge von Bobbi Brown in der Farbe Chocolate Cherry. Das sieht jetzt in der Verpackung sehr, sehr erschreckend dunkel aus. Also im Video sieht es jetzt ein bisschen heller aus, aber in echt sieht es noch dunkler und bräunlicher aus. Aber verblendet auf der Haut ist es wirklich ein schönes Apfelbäckchenrot. Auf den Lippen ist es dann doch sehr dunkel, so wie es auch in dem Pöttchen ausschaut. Und dann habe ich noch ein Puder Rouge von Bobbi Brown in der Farbe Poppy. Und das ist jetzt nur eine Verpackung aus einer LE, einem Lidschattengedöns. Und ja, das ist das Puder Rouge in der Farbe Poppy. Und das ist mein liebstes rotes Rouge und das wird es auch für immer bleiben. Es ist so schön, es ist so schön. Ah, es ist so ein perfektes Schneewittchenbäckchen. Puder Rouge, also das ist das schönste rote Rouge, was es gibt, meiner Meinung nach. Jo, es gibt ja nicht so viele rote Blushes, finde ich. Nee. Ja. Und das ähnelt aber auch nicht diesem, es gibt auch von Alverde einen, der heißt Flamingo. Der Flamingo ist ein bisschen greller. Und das ist halt so ein bisschen klassischer und, ja, Rotkäppchen, also so märchenhaft halt, ne? Schön. Dann zeige ich euch jetzt meine flammenfarbenen Blushes. Ich habe einmal von MAC das Breath of Plum. Und damit bin ich nicht so zufrieden, weil ich damals wirklich ein lilanes Rouge haben wollte, was auch auf der Haut lila ausschaut und geswatcht und in der Verpackung sieht es auch richtig lila aus, aber wenn ich es auf die Wangen auftrage, wird es rötlich. So total doof und deswegen bin ich damit sehr unzufrieden, weil es halt nicht das ist, wofür ich es eigentlich gekauft habe. Dann habe ich, oh, das ist richtig schön, von MNY die Nummer 501. Naja, das ist wirklich, wirklich eines der schönsten Drogerie-Blushes und es kostet nicht mal 3 Euro. Also es ist so ein richtig schöner, bäriger Pink-Pflaume-Ton. Schön kräftig und mit goldenem Schimmer auch noch. Also nicht so fettige Haut wahrscheinlich, aber ich liebe dieses Rouge. Das ist richtig schön und für den Preis unschlagbar. Diesen Part muss ich jetzt auch ganz so unelegant reinschneiden, weil ich habe diesen Benefit Rush Hour Stick vergessen. Das ist auch so ein, ja, Pflaume-Creme-Rouge. Das sieht man jetzt wahrscheinlich ähnlich und den kann man auch als Lippenstift benutzen. Und für Rouge finde ich es aber nicht so gut, weil es bei mir auf den Wangen irgendwie nicht hält. Mein liebstes pflaumenstichiges, bäriges Rouge ist aber dennoch von Bobbi Brown natürlich Raspberry, ne? Das ist so mein favorite Blush of all time, glaube ich. Und ich habe schon so oft benutzt und guck mal, wie lange diese Pot Rouges halten. Ich werde es, glaube ich, niemals schaffen, ein Pot Rouge bis zum Boden aufzubrauchen. Weil es ist noch randvoll. Es ist noch randvoll. Das ist total krass. Also da lohnen sich die 25 Euro schon, finde ich. Ja, das ist mein liebstes flaumiges Rouge. Dann ja, kommen wir jetzt zu Highlightern. Und die muss ich erstmal hier einsammeln. Also ich habe von MAC aus einer Sommer-LE, kann man schon gar nicht mehr lesen, weil da ist schon abgegrapscht ist, die Luster Drops in, ja, Farbe steht auch nicht mehr drauf. Dann habe ich Benefit High Beam. Dann habe ich Ico 3-in-1 Cream, sorry. Dann abgefüllt in so einem MAC-Pöttchen habe ich die Ico Extra Glow Cream. Und dann ein Puder von Dior. Und dann habe ich noch einen von Rival de Loup, den ich jetzt doch verschenkt habe, weil ich halt immer dieses von Dior benutze und das von Rival de Loup, auch wenn ich es für ein Drogerieprodukt sehr gut finde, vor allen Dingen für einen Puder-Highlighter, weil ich schon viele schlechte auch ausprobiert habe, habe ich den dann trotzdem vergeben. Weil ich halt einfach immer dieses von Dior benutze, das Schimmerpuder. Und ja, wenn ich, bei mir ist es in der Make-up-Sammlung so, wenn ich etwas irgendwie gar nicht mehr benutze, dann muss ich es direkt verschenken. So ist es bei mir. Und ja, meine Lieblings-Highlighter sind, da muss ich auch mogeln, ich nenne zwei Sachen. Benefit High Beam. Und ich habe es schon so lange und habe es auch sehr oft benutzt und ich bin nicht mal bei der Hälfte. Also das Ding kriegt man nicht leer. Da lohnt es sich zu zweit oder sogar zu dritt zusammenzuschmeißen und sich das dann abzufüllen und zu teilen, weil es einfach so lange hält. Und dann benutze ich ganz gern halt, wie gesagt, das Dior Schimmerpuder in Amber Diamond. Ich will nicht blenden, so. Und ja, das sieht auf der Haut auch wirklich schön aus, ist auch leicht aufzutragen, deswegen mache ich das gerne, vor allen Dingen im Sommer, damit ich nicht so mich so feucht und schweißig anfühle, weil schwitzen tue ich im Sommer schon genug und deswegen benutze ich auch sehr gerne einen Puder-Highlighter. Allerdings finde ich den viel zu teuer. Der kostet 40 Euro, so je nachdem, wo man es kauft, kostet es auch schon mal 38 Euro. Aber es ist viel zu teuer, Leute. Also ich würde selber, wenn es jetzt leer wäre, mein Geld nicht nochmal dafür ausgeben. Auch wenn ich sehr zufrieden damit bin, dann würde ich lieber jetzt ja, den Rival de Loup Puder-Highlighter dann benutzen, ne? So, Lieblingsbronzer wäre die nächste Frage. Ich benutze keinen Bronzer, aber komischerweise befindet sich trotzdem ein Bronzer in meinem Besitz. Und zwar einer von ja, Agnes B. Die Verpackung ist ganz schön, sieht so aus. Rund, sieht auch richtig bronzig aus.
Und das ist die Farbe Sunny Medium. Da gab es, glaube ich, zwei Nuancen und das hier ist die dunklere. Und es ist leicht, nur ganz leicht pigmentiert, was ich ganz gut finde, weil dadurch verhindert man, dass man es fleckig aufpinselt. Aber es ist, glaube ich, so ein rötliches Blush eher, so, Entschuldigung, Blush, Bronzer, was so, ja, nicht so gut aussieht. Sieht so nach Solarium aus dann. Und ja, aber ich benutze halt kein Bronzer und diesen hier habe ich, ja, noch vor meiner YouTube-Zeit gehabt irgendwann. Ich weiß nicht, warum ich mir das damals gekauft habe, aber jetzt habe ich ihn und ich mochte den eigentlich damals ganz gerne, als ich noch Bronzer verwenden wollte eigentlich. Total unlogisch. Manchmal gucke ich in meine Schminksammlung und da wundert man sich echt, was man da noch alles hat, aber sicherheitshalber behalte ich einen Bronzer, damit ich, falls ich dann doch irgendwann mal einen Bronzer benutzen möchte, dann einen habe, ne? Man kann ja nie wissen. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage und das wäre demnach, welches ist das schlechteste Rouge, was du jemals verwendet hast? Ich habe jetzt nicht wirklich ein ganz, ganz arg schlechtes Rouge gehabt jemals, aber aus meiner Sammlung jetzt das schlechteste, was ich so gar nicht als Rouge verwende, auch ist von Benefit halt dieser Rush Hour Stick. Deswegen ist es auch noch in keinem Favoritenvideo vorgekommen und ich habe es einmal im Haul erwähnt und dann nie wieder, weil ich es einfach gar nicht verwende. Weil auf den Wangen ist es so, das sieht im ersten Moment sehr schön beerig aus, also oder beziehungsweise schön flaumäßig, aber meine Haut saugt das irgendwie direkt ein. Bei Pot Rouge ist es irgendwie nicht so, aber bei dem hier ist es so, dass es sehr schnell pudrig wird und aber irgendwie dann auch verblasst total und dann weg ist. Also bei mir hält das überhaupt nicht, deswegen ist es von meiner Rouge-Sammlung jetzt das schlechteste Blush, würde ich sagen, ja. Und das war mein Isle of Blushes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr eine Videoantwort dazu posten. Ich werde jetzt keinen direkt weiter taggen, weil ich, wenn ich persönlich Leute tagge, dass die Erfahrung gemacht habe mit euch Zuschauern, dass ich irgendwie nicht so eine Meinungsfreiheit habe, wen ich taggen darf und so weiter. Weil sobald ich irgendjemanden auslasse, kommen direkt Beschwerden. Du hast den nicht getaggt, du hast den nicht getaggt. Warum taggst du den nicht? Du bist ja so böse und gemein. Deswegen tagge ich an dieser Stelle alle, damit es keine Unstimmigkeiten gibt und ja, keine Streitigkeiten. Deswegen, ja, wer Lust hat, an diesem Tag mitzumachen, der kann mir gerne eine Videoantwort posten, weil ich gucke mir auch gerne die Blushes anderer Leute an. Ich gucke mir eigentlich Schminkzeug, alles an Schminkzeug gerne an, was andere Leute haben. Ich Schminkstalker. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!